Und damit herzlich willkommen zurück zu Metal Gear Solid Rising. Und da uns Raiden in der letzten Folge nicht so viel Dienste geleistet hat, werde ich mal auf Gray Fox umsteigen und mal schauen, ob uns dieser Kerl doch ein bisschen besser hier durchführen kann. So, schauen wir doch gleich mal. Noch nichts, was ist das da hinten? Da hinten sehe ich doch schon was. Ich hoffe, hier sind keine Gegner. Doch, da sind Gegner. Sehe ich auf der Karte rechts. Aber lieber mal noch ein bisschen abscannen. Ach guck, da oben ist auch noch was. Okay, hier vorne ist eine Kiste und Gegner. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob wir uns da durchschleichen können. Sieht fast nicht so aus. Schauen wir mal. Doch, da steht einer. Der andere läuft da hinten rum. Ich bezweifle, dass das was wird. Aber sie haben mich noch nicht bemerkt. Ah, egal. Oh, und wir sehen auch schon. Dass das Foxblade doch ein bisschen durchschlagskräftiger ist. Denn es schneidet die Gliedmaßen direkt ab. Ja. Macht's auf jeden Fall sehr viel einfacher. So, haben wir denn hier noch irgendwie was an gut? Oh. You see that? Their exif codes show up as unaffiliated. Wait, Marshall has the security contract for this base. Why would they have their cyborg set to the same illegal exif code as Desperado? It's evidence against them. No, it's their alibi. They're making it look like Desperado hacked their soldiers on site because everyone knows Desperado has a contract with... the Pakistani rebels. Oh, but if we go public with the Desperado-Marshall connection... won't matter. Not when they've got this nice big foreign threat all cooked up and ready to serve. The media and the public won't be able to resist. Remember WMDs in Iraq? Damn it, you're right. It's another slam dunk. What about any humans on the base? Marshall only handled security. Dead, most likely. Or brain-jacked, if they needed them to keep up appearances. They'd never publicize what airport the president was flying into, not in this region. And almost no one would have access to an outside line for security reasons. It wouldn't be difficult to keep things hush-hush. At least until Air Force One arrives. I'm heading for the control tower. If I can destroy the antenna array, the US military will know something's wrong. Good idea. Be careful. Sam's gone, and I blew the winds of destruction away. I'll be fine. Okay, also hat Desperados hier auch schon mal wieder die Finger im Spiel. Alles klar, das heißt, wir können alles töten, was hier so rumläuft. So, da hinten habe ich doch noch eine Kiste gesehen. Und es sieht schon irgendwie fast ein bisschen nach dem letzten Kapitel aus. Bin ich ja mal gespannt, was uns jetzt hier noch so erwartet. So, war hier noch irgendwo was? Da liegt was. Da liegt auch was. Granatwerfer. Raketenwerfer. Was ist das? Ach, scheiße. Ich dachte, man kann ja irgendwo von hinten vielleicht reinschleichen, aber es sieht aus, als müssen wir einfach durch das Haupttor gehen. Also werden wir das auch mal tun. Hoffentlich löst das keinen Alarm aus. Okay, da sehe ich schon einige... Raiden, there is no time to worry about the soldiers. Get to the control tower. Schon einige Soldaten, die auch in meine Richtung laufen. Mal gucken, vielleicht können wir das ja sogar... Stealth machen. Gucken, hier kommt gerade in meine Richtung. Ja, da vorne auch. Na super. Ich glaube, wir kommen hier nicht Stealth durch. Viel zu viele Wachen. Obwohl, vielleicht dreht der sich ja wieder um. Ne, tut er nicht. Der kommt genau auf mich zu. Na super. Oh oh. Natürlich! Ah, verdammt!
Ah, und natürlich sind wir die Raketenleute wieder unterwegs. Finde ich gar nicht nice. Aber die können wir ja auch einfach so durchschneiden. Da ist noch einer. Tut mir leid, Junge. Aber das nervt. Granate, auch nicht schön. Nichts mit Raketen, mein Freund. So. Kotzt mich das an, wenn man von hinten geschossen wird, ey. Ah! Na, komm schon. So. Gute Nacht, mein Freund. So, wo ist der Typ, der meint, uns beschießen zu müssen? Da oben. Ach, das ist Sicherheitskamera, na super. Aua. So. Haben wir hier noch mehr? Ah, eine Kiste. Sehr schön. Okay, das mit dem Stealth hat sich gerade erledigt. Glaube ich zumindest. Obwohl, nein, wir haben keine Alarmphase mehr. Schauen wir doch mal, vielleicht können wir da den unten da ausschalten. Hab ich doch einen gesehen. Da ist einer. Jawohl! Komm her! Sehr schön. Da ist eine Kamera. Okay, da oben läuft einer rum. Ach, am liebsten würde ich da einfach nur reinlaufen, ehrlich gesagt. Bringt doch eh nichts, hier irgendwie stealthy vorzugehen. Was ist mit dem davon? Warte mal, an den können wir uns vielleicht heranschleichen. Der hat mich noch nicht mitbekommen. Okay. Oben ist noch einer. Wie können wir an den am besten ran? Hier vielleicht. Schauen, ob wir den kriegen. Jawoll! Wunderbar. So, dann haben wir hier unten Leute. Oh, hoffentlich sieht der mich jetzt nicht gleich. Jetzt kann ich mich ja auch von oben wieder auf den hinabstürzen. Schauen, wo läuft denn der lang? Der läuft da lang. Dann komm mal her, mein Freund. Das lief nicht so gut. Okay, der läuft da vorne entlang. Den kriege ich. Jawoll. Nice move, Dryden. Ich wollte seinen Arm haben. Schade. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Da hinten ist noch eine Kiste. Nicht in den Laser laufen. Dankeschön. Wo war denn die Kiste jetzt? Hier oben? Da. So, und wo geht's denn hier weiter? Okay, ich muss hier wahrscheinlich raus. Ah, sieht so aus, als könnten wir das Tor kaputt machen. Ja,
Ja, das reicht. Noch nicht. Jetzt macht er das Tor kaputt. Sehr schön. Kommt immer noch nicht raus. Jetzt. So. Da. Sehr schön. Na super, da vorne haben wir eine ganze Horde an Gegnern. Gucken, kommen wir an denen gut vorbei? Nee. Sieht nicht so gut aus. Ich glaube auch fast nicht, dass wir uns anschleichen können. Nee, der eine guckt in meine Richtung. Wir könnten ja natürlich mal wieder... also ein paar Granaten oder irgendwas ausprobieren. Hier so ein 3D-Bilderrahmen, das ist doch meine Idee. Geht ihr da hin? Ne, nur der eine, na super. Direkt nochmal hier einen aus. Na, wird das was? Wird das was? Nein, natürlich nicht. Okay, dann müssen wir kämpfen. Ah, nein, schon wieder. Raketentyp da oben. Dann machen wir den als erstes fertig, denn ich kann es überhaupt nicht leiden, wenn einer Raketen auf mich wirft. Ja, kommt mal her, Jungs. Oh, der Hammer-Typ da unten. Fällt mir auch nicht. Okay, die muss ich jetzt nur noch auf der Treppe hier kaputt hauen. Die tun nichts mehr. Ah, ich hab doch geblockt, mein Freund. So. Ja, wunderbar. Ne, eigentlich sollte das anders funktionieren. Ah, so geht's auch. Das Schöne ist einfach nur, wie dieses Schwert einfach nur die Leute in Stücke haut. Das spart einen so ein bisschen... das dann dazu zu benutzen. Allerdings ist es dann auch schwierig, Energie zu bekommen. Okay, hier war nichts mehr. Nein. Hier hinten vielleicht. Auch nicht. Hier oben vielleicht. Wow. Ach, guck mal, was haben wir denn hier wieder Schönes? Ha, cool, mal wieder einen Typen im Karton gefunden. Auch schon ewig nicht mehr passiert. So, wo müssen wir denn hin? Da vorne. Was ist denn das? Oh mein Gott! Oh nein, das ist Huni! Ach du Scheiße. Oh nein. Was zur Hölle haben die dir angetan? Oh Gott, lauf, Raiden, lauf! Was geht denn jetzt ab? Oh, oh. Nein, kein Metal Gear. Oh mein Gott.
Holy crap! Ging es etwa darum die ganze Zeit, dass sie wieder einen Metal Gear gebaut haben? Oh mein Gott. Oh, das erinnert mich jetzt ein bisschen an Peace Walker. Sieht aus wie bei Peace Walker, das Teil. Well, if it isn't Saucy Jack. Just a little too late. As usual. Armstrong. Armstrong, na super. Impressive little toy you've got there. But your plan ends here. Idiot! You're not ending our plan. You're expanding it. Check the internet lately. Hmm? Ryder, Air Force One is turning back to the States. What? How'd they know? Someone posted photos of what's happening on the base. The whole world is up in arms. Show me. Oh, cool. How did they? Das nenne ich mal Internet. Terroristen. Pakistan-Terror. The story leaked early. Then Marshall's plan is ruined. The hell it is. Look what they're saying. The story just went live, and already they're calling for blood. Pakistan government. Pakistan needs a boot up their ass. Pakistan is part of the axis of evil. Ach du Scheiße. But the president was saved. And yet American blood was spilled. By Americans. Besides, a few dozen soldiers is tragic, but nothing to start a major war over. That's just a spark, son. The excuse we've been waiting for. America's wanted this war for years. The Patriots, they knew war was good for the economy. 4 years later, their legacy lingers on. The memes. They left us their great isms. Nationalism, unilateralism, materialism. Welcome maxims for those with no faith, without guiding principles of their own. Give yourself up to the whole. No need to better yourself. You're American. You're number one. Then the only value left is dollar value, the economy. So we'll do whatever it takes to keep it humming along. Even war. Especially war. Bullshit! The Patriots planted the seed. We don't need them around to filter and foster their memes any longer. We're spreading them just fine ourselves. Every American man, woman, and child. We're all sons of the Patriots now! Oh my God. Das ist verrückt. We just need something to jumpstart the economy out of this funk. This recession has been stuck in since the fall of SOP. And the military costs? Wasting billions is going to help the economy? PMCs, arms manufacturers, job creators, Jack. All those workers spending money, paying taxes. Trust me, a little war can work wonders. So grease the gears with some innocent blood, is that it? Oh, relax, Jack. It's a war on terror. We're not out to kill civilians. Extremists, lawless gangs, madmen. Of course, that would have to include you. Wouldn't want any eyewitness reports complicating the message. Okay. Das heißt, wir kämpfen gegen den Metal Gear. Super. Das kann ja lustig werden. Er sieht aber zum Glück nicht so agil aus wie der Metal Gear Ray, den wir schon mal bekämpft hatten. Ich bin ja gespannt.